Jo Leute, oh ich habe ein Piepen gehört, Perry. Wir sind hier am Nordwest-Airfield. Ich habe mich gerade relockt, habe Perry wieder in eine Gruppe eingeladen. Hier gibt es nämlich dieses coole Gruppensystem, was ihr vielleicht gerade gesehen habt. Perry hat es angenommen, daher sehe ich ihn jetzt durch die Wälder und durch alles durch. Finde ich ganz cool gemacht. Das natürlich macht das Spiel ein bisschen einfacher, aber ich finde das trotzdem cool gemacht. Vor allem, wenn man Teammates hat, wie zum Beispiel Azairin oder Fabio. Oder wie man auch sagen möchte. Ne, Fabrice heißt er ja, ne? Ja, das ist so gut. Genau. Die gerne Teammates beschießen. Das hilft nämlich dagegen, weil es gibt nichts Schlimmeres als in DayZ. Man ist voll equipped, man ist irgendwo unterwegs und dann knallt dich dein Teammate ab. So, es geht einfach einem auf den Sack. Und deswegen gibt es dieses coole Gruppensystem. Kurz bevor wir ausgelockt haben, oder das heißt, kurz bevor ich relockt habe, weil ich hatte FPS einbrüche, der PC war schon einige Tage an. Weil deswegen habe ich ihn neu gestartet. Haben hier zwei Leute rumgeschossen. Und zwar auf uns. Was heißt auf uns? Auf den Perry. Der ist nämlich hier mit einem Fahrzeug durch die Gegend gefahren. Während ich in der Südbaracke mir eine Waffe gelootet habe. Und jetzt gucken wir mal, wo die sich verstecken. Da schießen die wieder. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Eine wurde getötet. IDSZ. Ich glaube, das war hinter der Feuerwehr. Mal ein bisschen warten. Na, das müsste da vorne in dem Turm sein. Scheiße. Ich werde mal in die Feuerwehr reingehen, ne? Alles klar. Jo, das ist irgendwie. Irgendwo hier im Turm ist es, wird geschossen. Im ATC Tower. Warte am besten, bis ich auch da bin. Ich versuche noch zu atmen, wo er geschossen wird. Der könnte auch an den Baracken sein. Ich gehe wieder von der Feuerwehr runter. Jojo, die schießen irgendwo da am Air Control. Biermanns wurde getötet. Und wieder schießt der. Was ist das, eine M110? Hört sich, glaube ich, nach einer M110 an. Nichts Großes. Hier ist ein Gebäude, da könnte der auch drin sein. Da werde ich mal reinlaufen. Oh nein, da läuft ein Zombie. Und zwar. Ich sehe den, ich sehe den, ich sehe den. Da wurde echt gerade einer getötet, ja. Letzte Baracke ist er gerade drin. Er ist in der letzten Baracke mitten auf dem Airfield. Wir gucken mal jetzt. Der hat auch davor einen getötet gehabt. Da schießt er wieder. Hier ist eine Leiche. Boah, habe ich Angst bekommen. Hier. GPS. Komm her, schnell alles nehmen. Ich renne gerade zum ATC Tower, Okay. der bei den Braten ist. Ich guck mir, ob der eine Waffe hat. Na, der hat leider keine Waffe in der Tasche. Ich könnte auf den schießen gleich. Werde ich auch machen. Die Leiche liegt da immer noch. Schiss auf mich, Schiss auf mich. Von wo? Ich weiß es nicht. Entweder Silence oder große Entfernung. Okay, ich habe Silence, sage ich. Weißt du, von welcher Seite geschossen wurde? Nee, ich kann eigentlich nur aus der sein, wie herkam. Der ist jetzt bei der anderen Baracke. Ich habe ihn getroffen. Der lebt aber immer noch. Wenn er hinter die Baracken geht, der ist tot, der ist tot. Volvi was killed. Einen habe ich getötet. Der in den Baracken, der ist tot. Jetzt ist die Frage, wer dich beschossen hat. Ich baite noch mal Schüsse. Mich wird nicht beschossen. Und da liegt einer mitten auf dem Feld. Ja, da liegen zwei mitten auf dem Feld. Headshot? Ist tot. Ach, du hast ihn getötet bei dir. Ja, einer lag da auf dem Feld. Okay, den konnte ich nicht sehen. Das war aber dann wahrscheinlich einer von denen.
Sehr schön gemacht, Perry. Vier Leichen sind jetzt hier. 1, 2, 3, 4. Ja. Da liegt einer vor den Baracken. Ich werde den looten, den ich getötet habe. Ja, ich werde gerade mal den looten, den ich getötet habe. Ich versuche dir noch eine Entdeckung zu geben, zu gucken, ob hier noch irgendwo einer ist. Sieht aber wirklich nicht danach aus. Das sind Antibiotika, die nehmen wir mal mit. Was zu trinken können wir auch mitnehmen. Ich muss eben auf Secondary Wax und Zombie töten. Okay. Ich hab's gehört. Vielleicht hören wir noch die Schüsse. Will nicht sterben. Ja, jetzt bin ich mich verbrannt. Schiss auf mich, ich bin tot. Neben Ankern, Schiss. Aus deiner Richtung. Irgendwo von rechts. Da rennen Zombies hinten bei den Hangars. Okay. Der Zombie mich nicht blocken. Weißt du, wo genau? Ich weiß nicht, wo genau. Ich schätze mal bei den Hangar. Wenn die du hinteren. Hangars. Die hinteren, da sind Zombies geraged. Okay. Ich hab nur noch 14 Schuss. Du lebst noch, oder? Nee, nee, ich bin tot. Fuck. Ich verbinde mich. Weißt du, wo ungefähr der lang gelaufen hätte sein können? Nee. Irgendwo bei den Hangars. Ja, hinter mir war der. Zwei Leute noch mindestens. Ach du Scheiße. Okay, da ist auf jeden Fall mega viel los am Airfield. Das lassen wir uns so nicht gefallen. Wir werden jetzt. Ich bin eigentlich an dem vorbeigelaufen. Weil da war noch ein zweiter. Das heißt, Leute, wir gehen jetzt dann nochmal hin und werden die vernichten. Definitiv. Was sind denn bei Zombies hier, Perry? Alter Schwede. Ja, ja. Das gefühlte 10 Leute am Airfield eben. Aber du wunderst dich, dass da Zombies sind? Beziehungsweise mindestens 10 Leute waren da. Nein, jemand hat die Shotgun geklaut, die hier lag. Oha, wie kann er nur? Das ist ein kleines Problem, Perry. Jetzt habe ich nämlich keine Waffen mehr. Weißt du, was passiert, wenn ich keine Waffen habe? Und haben eher viele Leute. Du stirbst! Du haust ihm deine Axt in den Schädel. Das könnte durchaus. Oh, da laufen zwei Leute auf mich zu. Oh oh, Perry, da laufen zwei Leute auf mich zu. Ja, versteck dich. Die sind mitten bei den Baracken. Ja, dann. Versteck dich. Ich bin gerade bei diesem komischen Indianer-Tiki-Haus. Okay. Ich muss die beobachten. Vielleicht haben die mich gar nicht gesehen. Was schon halb despawned ist. Ja, das war ja letztes Mal schon halb despawned. Vielleicht haben die mich noch gar nicht gesehen. Die sind beide in der letzten Baracke, glaube ich. Ich habe schon mal eine Waffe gefunden. Nice. Oh Gott, mit einer 20 Magazin. Ja, 20 Standard. Magazine geht doch. Scheiße, ich brauche Standardmagazine. Ich habe eine HK417 QB, hast du nicht gesehen. Und dem MR-Magazin habe ich. Kannst du dich eben in Cooper einladen? Gerade schlecht. Warte, jetzt kann ich ihn. Ich muss mich hinlegen, weil ich. Ja, habe ich eigentlich. Ah, ne, habe ich noch nicht. Wo haben wir denn den Gartenzwerg? Gartenwurst. Immer was zu essen, Leute. Wenn ihr irgendwas zu essen auf dem Server findet, das ist Perry. Immer aber
Die Chance ist hoch, dass ich es. Scheiße, die haben die Leichen blutet, die wir produziert haben. Finde ich. Okay, einen sehe ich. Oh, er läuft übers Airfield. Ich schieße ihn an, okay? Ja, tun sie das. Ich glaube, ich habe mir ein Bein gebrochen. Er blutet auf jeden Fall, ja. Hehe, was kill? Hehe, was kill? Das waren aber eben zwei, oder? Das waren zwei. Alter, ich habe die richtig Alter, ich habe die übelst starke Standardwaffe gefunden. Eine HK-417 Standardwaffe hat dir mit einem Schuss Beine gebrochen und ungefähr mit zwei, drei Schüssen gekillt. Ja, die HK-417 ist jetzt ziemlich stark. Und das ist eine Waffe. Die hört sich nicht an wie eine Standardwaffe. Ich möchte schnell weiter. Aber die hat auch einen Rückstoß, da kannst du kein Dauerfeuer mitmachen. Und die hat alle Zombies auf dem ganzen Airfield gepullt. So, ich bin jetzt auch hier. Ich werde mir eben eine Waffe looten. Du bist am Airfield? Ja, ich bin jetzt auch da. Okay. Such mir nur eben eine Waffe. Einen habe ich da getötet. Mit präzisem Aim, und da muss man mir sagen, da habe ich echt so gut geschossen. Also, da kann keiner sagen, ich habe einen scheiß Aim. Diesmal umlaufe ich aber den Typen, falls der hier immer noch irgendwo sitzt. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, das waren zwei Leute, die eben da übers Airfield gelaufen sind. Mucka, ich habe eine M110 mit zwei Magazinen. Nice. Ich habe eine HK-417 QB mit 13 Schuss. Ich bin nämlich nochmal sicher gegangen, dass ich den getötet habe. Ich bin bei den Baracken. Ich würde die sogar looten, wenn ich nicht so viel Angst hätte. Pass auf, ich loote die Einzelbaracke jetzt. Oh, ich habe für dich eine Waffe gefunden. Eine M240. Liegt hier der Typ. Ich weiß noch nicht, ob ich den looten sollte oder nicht. Ich komme jetzt mal in Richtung. Okay. Hier sind gerade, glaube ich, neue Skins gespawnt. Oder neue Waffen. Mir auch angezeigt. Okay, soll ich warten, bis du hier bist? Aber auf jeden Fall, dass du Deckung hast. Also ich hab ne Idee. Soll ich noch kurz gucken, ob ich hier DMR-Magazine finde für dich? Ich hab genug DMR-Magazine da. Ich hab genug DMR-Magazine da.
auch außerhalb der Mauer. Okay, ich bin bei der kleinen Baracke. Ich werde jetzt versuchen, aufs Airfield schnell eine Leiche zu looten. Und ich werfe da eine Smoke-Granate hin, die nicht getroffen hat. Scheiße. Ich habe mir meinen Arm ausgedreht. Deswegen leicht beworfen. War ausgekugelt, Leute. Tut mir leid. Aber ich würde gerne seine Leiche looten. Ich werde es auch machen. Ich loot die Leiche. Ich hoffe, mich knallt jetzt keiner ab. Deck deinen Rücken dran. Das hier müsste die Leiche sein. Ich schieße ihn. Also. Den ich gekillt habe, der wurde geheilt. Ja. Ich glaube, den ich gekillt habe, müsste der hier sein. Eine HK hat er. Ich nehme alles mit, was der hat. Eine HKS. Desert Camo für dich, Jungle Camo. Okay, ich habe das gelootet. Komm schnell zu mir, dann hauen wir hier ab. Ich nehme eine Box. Backpack kann man ja nicht looten. Okay, komm mit. Wir laufen erstmal außerhalb des Airfields. Dann gebe ich dir das Zeug. Leider hat da keiner von den Schlüssel bei, die wir getötet haben, ne? Weil hier ist noch ein gelocktes Auto. Und ich wüsste nicht, wie mir das gehört. Nur auf die Flasche. Perikowski. Wer nennt sich denn bitte so? Hier habe ich früher drin öfters mal gecampt. Alter, kenne ich gar nicht. Kann man ja richtig Third Person abusen. Da hinten ist ein Auto, vielleicht ist das unser neues Fluchtauto. Ah. Fluchtfahrzeug wäre jetzt egal. Wir bleiben aber erstmal hier irgendwo in der Tanne. Ne, wir gucken erstmal, ob das Auto funktioniert. Alter, hier sind einige Autos. 1, 2, 3 Autos sehe ich hier. Ist hier eine Base? Vehicle locked. Lass uns mal die anderen durchgucken. Sogar ein Gunner. Hier muss irgendwo eine Base sein. Ja, da ist auch eine Base. Ich wollte doch sagen. Ich? Tricks. Dieser. Ich verstehe nicht, wieso dieses Auto bei Origins eingeführt wurde. Ja, aber nicht mit einer Minigun. Ja, aber genauso stark. Ob Minigun oder. Oh, guck mal hier. Der geht. Jo, ist komplett ganz. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random Daisy Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.